Shop. Helix Credits. Interessant. Neustart Ubisoft Club. Paris hat beschlossen, dass alle, die über Ostern in der Fabrik arbeiten, doppelte Ration kriegen. Alle anderen brauchen gar nicht erst zurückzukommen. Fürs Abendbrot gibt es nur noch eine halbe Stunde. Ich will aber nach oben jetzt. Verliert ihr eure Finger, dann verliert ihr eure Arbeit gleich mit. Da wollen wir hin. Ja, ja. Mr. Paris hat sich über unsere sinkende Produktion beschwert. Er verlangt, dass wir jeden Tag mehr Eisen herstellen. So läuft das nicht. Also verschwendet keine Zeit. Da läuft's auch nicht, habe ich das Gefühl. Profit und Produktion müssen sich verdoppeln. Sonst wird euch der Lohn gekürzt. Wir haben noch mehr Aufseher eingestellt, damit Ferris Eisenhütte immer die Nummer 1 bleibt. Keiner verlässt die Fabrik vor 10 Uhr abends. Arbeitet die vollen 14 Stunden, dann werdet ihr bezahlt. 14 Stunden. Sehr schön. Loslassen. Nee, jetzt. Hallo? Ich hab gedacht, ich komm da weg. Probier's nochmal aus. Seid vorsichtig mit den Maschinen. Verliert ihr eure Finger, dann verliert ihr eure Arbeit gleich mit. Mr. Ferris hat sich über unsere sinkende Produktion beschwert. Er verlangt, dass wir jeden Tag mehr Eisen herstellen. Also verschwendet keine Zeit. Profit und Produktion müssen sich verdoppeln. Sonst wird euch der Lohn gekürzt. Wir haben noch mehr Aufseher eingestellt, damit Ferris Eisenhütte okay. In Nummer 1 bleibt. Keiner verlässt die Fabrik. Wow! Das ist der letzte Fehler, den du jemals machen wirst. Geh mir mal ein bisschen aus dem Weg hier. Oh, Entdeckung. Gegner, sie sehen können. Schon vom Verdacht. Okay, alles klar. Warte nur, ich hack dich in Stücke! Ich zerquetsch dich wie ein verdammtes Insekt! Gütiger! Verflucht doch mal! Ja. Da! Wow! Ey, das macht schon echt Fun. Das Kampfsystem ist zu dem vorherigen Teil ja, spannender. Es macht wieder richtig Laune, sich da ein bisschen durchzukämpfen. Kann man den auch besiegen, so ohne dass es nicht mehr? Sehr cool gemacht. So, jetzt. Ist eine ziemlich unübersichtliche Karte hier. Kann man hier noch von oben rüberspringen? Ja. Blutmoor spritzen. Okay. Wow, erstmal die schön die Füße weg. Wegholen. So, wie geht das? Ah, hier, so kann ich. Habe ich jetzt gerade durch ein Eisen geschossen? Da muss man mal nachschauen. Das ist komisch, oder? Zum Teufel, dann los! Ja, mitten ins Gesicht. Mitten drin. Kann ich die Sachen wieder einsammeln? Plündern, yo. Oder was geht? Ach, jetzt gibt es Liere. Oder was es auch ist. Okay, was kann man damit machen? Gar nichts. Okay. Zielpunkt erreicht. Boah, das ist ein Stampfer, ey. Okay, soll mal ein bisschen auf Schleichtarn machen. Hast du gehört, was Derek als nächstes plant? Luftschiffe. Ja, unglaublich. Wie meinst du's?
sieht das fett aus. Nichts schlägt eine gute Diskussion mit meinem Nachmittagsmuntermacher. Muntermacher? Das hättest du wohl gerne. Die Jungs mussten dich zur Fabrik zurückschleppen. Okay. Das wird wohl mein Ziel sein. Ob man durch Gitter schlagen kann? Scheiße! Jetzt habe ich einen Zivilist auch noch nebenbei umgebracht. Häng da nicht so rum da. Jetzt habe ich aber auch keine mehr. Ja, das ist aus Versehen eine Frau mit. Ah, ich hab hier wieder mein Wurfmesser. Die Leute, die unterhalten sich manchmal in Englisch. Mega geil. Einer muss sich um ihn kümmern. Ach, lass mich einer. Ah, da war. Ich dachte, er wäre weg. Natürlich plündern. Sehr gut. Ja. Hallo, Pippi. Ach, krass. Ich kann hier so mein Assassine. Das will ich nochmal. Cool. Alles klar. Das haben sie mal cool gemacht. Wir können ja nicht immer alles verkehrt machen. Halte den Eindringling auf! Was war's für den? Du dann weg. Entschuldigung, Kindchen. Sowas miterleben muss. Okay, ich soll da hoch. Ja, ab hoch. Ah, ich kann pfeifen. Das geht alle. Ist das lustig? Gut, jetzt gehen wir mal da hoch. Kann man hier irgendwas klauen? So mäßig, ne? Moin. Da soll ich hin. Wie komme ich denn da am besten hin? Kann ich denen helfen? Der Spaß ist vorbei. Hier wird gearbeitet. Ey, du kleiner Arsch, rieche ich das Kinder schön einreißen, wir sagen, und ihr werdet bezahlt. Tut ihr's nicht, ist ihr. Hör auf damit. Mr. Ferris belohnt schnelle Arbeiter. Strengt euch an. Okay. Wie habe ich das nochmal hingekriegt mit der Maske? Egal. Kommt mit der Steuerung aber nicht so ganz zurecht hier. Kein Geheule! Los, an die Arbeit! Ah ja, sind wir richtige Sklaventreiber, ey. Eure Familien zählen auf euch! Die werde ich alle befreien, ne? Jo. Laufen kann ich schon mal. Mr. Ferris,
Der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut. Aber kürzt ihm den Lohn. Ja, Sir. Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Mr. Ferris. Gut, machen wir. Da läuft nichts, da ist aber einer. Hockey, schafft ihn weg! Hier ist einer eingedrungen! Ich wollte ihn eigentlich töten von der Ecke aus. Das hat überhaupt nicht geklappt. Aufgepasst! Wir haben einen Eindringling! Elender Himmelhund! Was ist das denn nicht, Digga? Wow! Aha, ich kann da tatsächlich hochklettern. Oh, das scheint heiß zu sein. Wow! Das war knapp! Ach krass, kontern geht dann eigentlich recht einfach. Dafür wirst du bezahlen. Ich plünder die nachher aus. So, Einstiegspunkte, ich hab da irgend so einen Typen zusätzlich umgebracht. Seht ihr ihn? Ich prügel die Scheiße. Hat schon gewalttätig, der Junge. Da steht irgendwas mit Eingang. Eingang? Notieren Sie. Werter Herr, es freut mich, Ihnen mitzuteilen, dass ich eine Eisenerzquelle erschließen konnte, die uns für die kommenden Jahre einen stetigen Profit garantieren und genug Rohstoff. Genug gelabert. So, Ferris. Das war's mit dir. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar. Doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Hm. Ja. Beweisstück oder was? Oder ein hässlicher Fetisch? Hm. Gut.